Willkommen bei der zweiten Staffel von The Living World. Ja, mein Sims 4 Let's Play geht in eine neue Runde. Wir befinden uns hier im wundervollen Startbildschirm. Und ja, die erste Staffel ist gelaufen und ich dachte mir, jetzt wird es Zeit für eine zweite Staffel. Das wahre Leben, ja, Leben wie es passiert, unkontrolliert, kontrolliert, mehr oder weniger. Viel Spaß, viel Freude, viel Trauer mit den Jahreszeiten jetzt dabei und so ziemlich alles, was man so haben muss, außer halt so 4 Sachen. Aber mal gucken, im Moment habe ich die nie gebraucht, von daher, egal. Ja, The Living World geht in eine neue Runde. Es gibt alte Charaktere, aber es gibt auch viele neue Charaktere. Und es hat einige Änderungen gegeben. Das heißt, viele Leute, die bekannt waren und in Häusern gewohnt haben und Jobs hatten, sind jetzt... Ich habe ein neues Spiel angefangen, also es ist ein neuer Spielstand. Wir fangen praktisch bei Null wieder an. Die Familie Goodwill ist natürlich auch dabei. Da hat ja die erste Staffel geendet. Da habe ich auch so weitestgehend den Ursprungszustand wiederhergestellt. Ansonsten, ja, das gleiche Prinzip wie gehabt. Es werden verschiedene Familien gespielt, bis wir bei einer Familie feststecken bleiben und die dann verfolgen. Und vom Konzept her habe ich mir überlegt, es gibt immer mehrere Folgen zu einer bestimmten Familie, bis wir uns dann halt im Laufe des Spiels entschließen, welche wir dann dauerhaft verfolgen wollen. Von daher würde ich sagen, genug geschnackt, wir legen einfach mal los, die zweite Staffel The Living World. Und da ich auch gelernt habe, gibt es jetzt nur noch einmal dieses wundervolle Intro und danach beginnt jede Folge halt direkt. Also, dann wollen wir mal loslegen. Und da sind wir im wunderschönen Brindleton Bay. Das ist die Familie Walton, aber die spielen wir jetzt nicht. Wir spielen die Goodwills. Die haben Familienzuwachs bekommen und zwar ein süßes, kleines Wauzi-Wauzi. Wen haben wir denn hier? Die Familie Bennett. Die Schlawutkis. Ja, ach, so viele neue Leute sind gekommen. Tarkolien und Grumpelig. Ja, früher gab es ja Grumpelig und Wurstwasser. Das habe ich ein bisschen verändert. Die Grumpelichs sind jetzt verheiratet, sind Großeltern. Es ist eine Großfamilie, aber dieser Geschichte widmen wir uns später. Wir starten erstmal da, wo wir aufgehört haben, bei den Goodwills. Und der Hund ist irgendwie auf Ritt. Sims zum Spielen wählen. Ja, er ist auch nicht da. Er ist mit dem Hund raus, ne? Sie ist zu Hause und er ist irgendwo in der Stadt. Ach komm, fangen wir mit ihr an. Was soll's? Das Leben passiert einfach. Und wenn der gute Mann unterwegs ist, dann ist der gute Mann halt unterwegs. Du, du, du.
Herrlich, das Bootshaus von Bendlicken. Ja, es hat sich nicht viel verändert. Wir haben immer noch nur diesen einen Computer. Unten hat sich auch nicht viel verändert. Das Haus ist immer noch sehr kärglich eingerichtet. Allerdings haben wir jetzt einen leckeren Futternapf für den guten Hund und ein Hundebett. Ich hatte irgendwo ein Hundebett. Da in der Ecke schläft das gute Tier. Wunderbar. So, die gute Lori. Was macht die gute Lori denn? Sie ist im Chat. Sie ist alleine zu Hause und chattet. Boncello hat Hunger. Füttere ihn. Wo ist denn der gute Boncello? Ja, nanu, wo ist er? Der ist mit dem. Ach, weißt du was? Weißt du was, da gebe ich dir doch erstmal direkt ein Leckerli. Nein. Weißt du was, komm hier, du brauchst ein Lecker. Ja, wer bist du denn? Der Boomer streunert hier so rum. Aha, er spricht mit der Wand. Wer bist du? Keine Ahnung. So, Cappy. Was ist los, mein Junge? Hunger. Natürlich hat der Hund Hunger. Lecker. Hier, komm, nimm das mal schön lecker, du. Och, kleiner Mann. Oh, jetzt ist er glücklich. Oh, der gute Boncello Goodwill ist glücklich. Oh. Das wollten wir ja. So, ansonsten geht es uns gut. Wir verstecken uns vor dem Regen unter der Unterführung, denke ich mal. Ach, eine schöne. Oh, wo will er denn hin? Will er im Regen spielen oder was? Wo willst du hin? Hund? Was hat er jetzt vor? Egal. Der Hund ist weg. Oh, Lori, bei Lori geht das Telefon. Eingehender Anruf. Mein Boss ruft an. Oh, okay. Oh, kommt ihr zu spät zu. Ah, scheiße. Nein, sie fehlt bei der Arbeit. Ja. Es tut mir doch leid, es regnet. Da kann ich nicht rausgehen. Wenn es regnet, kann ich doch nicht rausgehen. Oh, da muss ich erstmal zum Trost den Hund streicheln. Ah, komm, ich streichel dich erstmal. Baden. Loben. Er hat ja nichts Großartiges geleistet, da kann ich ihn ja schlecht loben. Komm, wir spielen erstmal ein bisschen. Macht er denn jetzt? Ja. Na, da, 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 da. Spielt ihr mal. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ach, da ist er. Ja, wie weißt du, wenn du mal nach Hause gehst, Junge? Was hat er denn überhaupt für Bedürfnisse? Keine. Warum muss er denn zur Arbeit? 2 Tage noch. Oh, das geht ja. So, weißt du was? Du kannst hier erstmal aufräumen, Junge. Du musst mal hier aufräumen. Wenn du dich. Wie spät ist das überhaupt? Man könnte noch zur Arbeit gehen, ne? Und es ist Frühling, gleich der Regen. Es ist kalt, voraussichtlich Regen. Na super. Jetzt macht sie Sport. Stimmt mit der nicht? Der Hund ist natürlich erstmal auf die Couch gegangen. Das ist ein verzogener Hund. Aber er ist doch so süß. Guckt ihn euch an mit seinen großen Ohren. Wie er selig schlummert. So. Lori, du musst leider erstmal ins Bad. Das geht so nicht weiter. So. Cappy räumt auf. Was haben wir hier noch? Obstkuchen. Ah, wegräumen. Machen wir mal das hier. Den können wir weglegen. Ist der noch gut? Oh, der ist noch gut. Ja, das Geld ist ein bisschen knapp. Aber es geht. Hauptsache, man ist glücklich. So, und Cappy sagt natürlich erstmal,
da Winter ist, machen wir natürlich erstmal den Kamin an. Nee, es ist Frühling, aber es ist immer noch kalt. Okay. Hauptsache, du fackelst dich nicht selber ab. So. Irgendwas fehlt hier. Hier fehlt ein Bild. Fernseher. So, was hat er denn für Bedürfnisse? Einen Witz erzählen. Eine Bienenkiste kaufen und Bücher zu Ende lesen. So, gute Lori, ich möchte gerne einen Witz erzählen. So. Sie könnte theoretisch noch zur Arbeit gehen, ne? Sturm, Garsha, Tharg, Tharg, Tharg. Sun, Sud. Geh mal lieber noch schnell. Was ist mit dir schon wieder los? Hast du schon wieder Hunger? Er kann schon Sitz. Das ist super. Oh, du bist ein verfressener Hund. Hier, warte. Ja, dann komm her. So. Alter, kommst die Frau aus dem Haus? Geht das schon wieder los, wie es war? Nee, 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 nee. Ach ja. Küssen. Simster kommt. Was machst du da? Na komm hier. Jetzt komm her. Du hast doch immer Hunger. Ja, wir haben eine Badewanne draußen stehen, weil der Hund aussah wie der letzte Rums. Fein. Und wir loben ihn natürlich, weil er frisst. Damit er schön gierig drauf wird und immer mehr hat. Weil Essen ist gut. Nein, das machen wir natürlich nicht. So, was können wir denn jetzt machen? Was können wir denn jetzt machen? Er muss noch, es dauert noch ein bisschen, bis er zur Arbeit kann. Wir müssen nur aktiv teilnehmen. Das sind unsere Beförderungskriterien. Ansonsten sind wir eigentlich sehr zufrieden. Lies ein Buch. Kauf eine Bienenkiste. Nee, wir wollen jetzt keine Bienenkiste. Wir haben keine Stereoanlage, weil wir kein Geld haben. Das heißt, wir müssen erst ein bisschen Geld verdienen. Dann kann es weitergehen. Es ist alles sehr kärglich eingerichtet, ne? Aber das macht ja nichts. So, was haben wir denn für Möglichkeiten? Urlaub nehmen. Wir haben noch nicht mal angefangen zu arbeiten, schon nehmen wir Urlaub. So, krank melden, obwohl gesund. Weißt du was? Wir kochen was. Na, wir tun mal so. Wenn die Frau nach Hause kommt, haben wir nämlich was Leckeres. Hund, gehst du da runter? Mein lieber Freund, das geht so nicht. Friffa, Schaus. Oh, hat er gelernt. Och, du Armer. Unbeeindruckender Lebenslauf. Ihr Lebenslauf ist noch nicht sonderlich beeindruckend, aber Lori möchte ihren beruflichen Aufstieg ein wenig beschleunigen. Soll sie einfach zugeben, dass sie nicht viel Erfahrung hat oder ihren Lebenslauf mit ein paar Dingen aufpeppen? Wer lügt nicht? Jeder Mensch lügt. So. Welche Konsequenzen hat das? Erwischt. Oh nein. Oh nein. Sie wurde erwischt. Oh je, das ist nicht gut. So, ich wollte ja was kochen, ne? Aber wie das so ist, wenn man einen Hund hat. Intelligente Diskussion mit dem... Wo ist der Hund jetzt schon wieder hin? Gehst du jetzt pischern oder was? Ja, pinkel doch direkt an die Treppe. Was stimmt mit dir nicht, Hund? Nur ein überordentlicher Freak würde versuchen, eine Fütze... Ja, latsch da doch noch durch. Das wahre Leben. Wenn du Hunde hast, dann weißt du, wovon ich rede.
Das war... Was ist denn jetzt schon wieder? Was kann ich denn jetzt schon wieder für dich tun? Hast du fein Pipi gemacht? Hast du feini fein? Oh, wieso hängt der Hund ständig in der Küche rum? Hm. Wieso kommt mir das so bekannt vor? So, Abendessen servieren. Und zwar gibt es bei uns... Boah, komm, Macaroni und Käse, das geht immer. So, mach erstmal lecker was zu essen hier. So, er guckt natürlich gespannt zu. Vielleicht fällt ja was runter. Ja. Lecker Nudel vielleicht. So. Komm, Junge, du kriegst doch Nudeln mit Käse hin. Das kann doch nicht so schwer sein. Sogar der Hund ist enttäuscht. Oh, was ist los? Hier ist doch was. Hier ist doch was los. Naja, siehst du? Wann kommt Lori nach Hause? Die kommt gleich nach Hause. Den Hund kann man nicht steuern. Okay, das ist schon mal gut. Intelligente Diskussion führen. Ja, der Hund ist nämlich schlau. Ja, pass doch schön auf den Herd auf. Pass du schön auf aufs Essen da. So, was machst du hier? Du sinnierst. Ich esse alleine. Meine Frau ist noch nicht da. Du hättest ja wenigstens warten können, ne? Ach, Jung, was ist mit dir los? Was stimmt mit dir nicht? So, er will nur Geld ausgeben. Cocktailboden kaufen. Liegestütze machen. Das machen wir nach dem Essen. Oh, der Kamin ist an, hör mal. Mm, das ist super. Wo ist der Hund? Natürlich ist der Hund in der Küche. So. Lori nimmt sich erstmal was zu essen. So. Eine Portion nehmen. Nom. Dann gibt es eine nette Unterhaltung mit dem guten Cappy. Ja, draußen ist es nass und regnerisch. Oder regnet es eigentlich noch? Ne, regnet gerade nicht mehr. Okay. Tada, hallöchen. Na. Und. So schlecht ist es doch auch nicht. Hm. Komm, wir quatschen mal. Begrüßungskomitee? Nee, komm hier. Du hast alles gut gemacht. Alles ist super. So schlimm ist es nicht. Frinke Show. Kata. Wimper? So. Ja, er steht da hinten. Urazap? Bald ist wieder Sommer. Ja. Yabasani, Fatimoy. Bantra Baragaba. Dear Koi Ref Sieg, Miam Full Stab. Sibuna Torbo. Ich koche nie wieder für die Frau. Prida. Farshin. Oh, Schwabi. Ah, so, Terif. Bwef Wemp, Benu Siblurf, Koba. Arki. Wieso sieht er eigentlich schon wieder aus wie... Shulib? Unglaublich. Weißt du was, wir gehen spazieren. Kennenlernen. Wieso sollte ich meinen eigenen Hund kennenlernen? Wir kennen uns doch. Komm, wir gehen spazieren. So. Und was macht die gute Lori? Oh, das geht erstmal. Sie nimmt sich ein Buch. Stimmt, sie muss ja für ihre Arbeit Bücher lesen. In Ordnung. Schön am Kamin. Bist du fertig? Nee, du musst... Hallo? Du musst lesen.
etwas lesen.